Herzlich willkommen! Mein heutiger Gast ist der Dr. Hans Holzgang. Er ist ein Wissenschaftlicher, er beschäftigt sich sehr mit der Wissenschaft. Von Grund her ist er Apotheker und hat dort in den 90er Jahren ist er Polyphenole weiterentwickelt, Teestoff. Hans, du mich dann korrigieren, wenn es du ist, ich dann auch noch kurz vorstellen. Aber ich möchte heute euch auch hier begrüßen, um euch wieder ein Thema näher zu bringen, um das Thema Druck und Stress. Hans, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, bist du heute mein Gast, bist du heute hier und können wir heute ein Interview durchführen. Kannst du dir kurz etwas zu deiner Person erzählen? Ja, merci für die Einladung für das Interview. Wie du gesagt hast, ich habe Pharmazie studiert, komme selber aus einer Apothekerfamilie. Von dem her eigentlich schon ein bisschen genetischer Hintergrund. Habe an verschiedenen Universitäten studiert, an der ETH Zürich dissertiert und habe anschliessend aber ziemlich schnell eine eigene Biotech-Firma bzw. Pharmafirma aufgetan, auf Basis von natürlichen Stoffen, also von Pflanzenstoffen. Wir haben sehr viel geforscht, zuerst ursprünglich auf der Basis von T-Polyphenol in Bezug auf Hautkrebs. Wir haben dann gemerkt, dass die Pflanze sehr viele andere Aspekte beinhaltet, wo eigentlich die heutigen Gesellschaftskrankheiten betrifft. Das geht um Entzündungen, aber nicht nur um Krebs, es geht um Entzündungen, es geht um Stress, es geht um Degeneration von Strukturen im Körper, es geht um oxidativen Stress in den Zellen. Und das hat uns dann dazu bewogen, eine ganze Reihe auch von Produkten zu entwickeln, wo natürlich genau diese Probleme hilft bewältigen am Körper. Und ich glaube, darüber reden wir auch ein bisschen, was denn heute alles so Stress macht. Ja, jetzt, wo wir den Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, haben wir noch eine Zeit, wo wir Stress hinter uns haben. Wie ist so ein bisschen deine Situation gesehen in den letzten 6 Monaten? Ich habe beides gehabt. Ich habe Eustress und schlechten Stress. Also Eustress kommt vom Griechischen, eu heißt gut, also positiver Stress. Insbesondere, weil wir ja auch Entwicklungen gemacht haben im Rahmen von dieser ganzen Situation für das Immunsystem, wo wir wirklich das Glück hatten, um etwas zu finden, wo den Leuten sicher im Immunbereich kann sehr stark helfen kann. Aber auf der anderen Seite habe ich auch sehr viel Stress gehabt, weil ich mich persönlich über sehr viel aufgeregt haben, weil was natürlich abgegangen ist auf verschiedenen Ebenen, bei den Medien, in der Politik, was mit den Menschen gemacht worden ist, wenn man das aus wissenschaftlicher Sicht anschaut, hat man natürlich auch an verschiedenen Punkten Sachen anders gemacht. Man muss immer aufpassen, dass man nicht rückwärts kritisieren ist natürlich immer einfach, oder? Man muss immer aus dem Gesichtspunkt vom jeweiligen Zeitpunkt das beurteilen, also aus dem Gesichtspunkt, was hat man zu dem Zeitpunkt für Informationen gehabt, es ist trotzdem extrem viel falsch gelaufen und das hat mich persönlich extrem gestresst, muss ich sagen. Weil wir haben versucht zu kämpfen, wir haben versucht zu kommunizieren, wir haben sogar eine Plattform entwickelt, um Transparenz zu schaffen, etc. Und das ist auf null Interesse gestoßen und das gibt dann, ja, das ist dann so eine Art Fruststress. Und das ist der schlechte Stress gewesen, aber und der gute ist gewesen, dass wir Sachen entwickelt haben, wo den Leuten hilft und wo die Leute auch Freude machen und wo jetzt sehr gut ankommen. Und das ist dann dafür der positive Aspekt gewesen. Also es hat so einen, also auch wissenschaftlich ist es eine sehr kreative Phase gewesen, sage ich jetzt mal. Also man hat sehr viel versucht für Problemlösung zu entwickeln und das ist zum Teil gelungen und das ist sehr schön gewesen. Jetzt hast du es so vorhin gut gesagt, aber das, was ist gesehen, das kann man nicht mehr ändern. Und trotzdem hat mir immer gefällt, mir hat zu wenig die Leute informiert, ja, was kann man denn machen,
dass das Immunsystem stärker wird. Das hat mir gefällt. Und Hans, du kennst dich ja bestens aus mit dem, was kann man mit dem Immunsystem, wie kann man das stärken? Also, es ist eine sehr komplexe Sache. Klar, man kann natürlich gewisse Nährstoffe kann man dem Körper zuführen. Das Immunsystem ist aber, und das muss man wissen, das Immunsystem ist unmittelbar abhängig von der Psyche. Das sieht man, ein ganz gutes Beispiel, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, das nicht mit einem Virus oder so zusammenhängt, sondern aus der Krebsforschung. Man weiß zum Beispiel, dass ein Patient, wo kommuniziert wird, er hat jetzt Krebs und er stirbt in 6 Monaten und man kann nichts mehr für ihn tun. In dem Moment bricht dann so ein Patient sein Immunsystem bis zu 70% zusammen. Und jetzt haben sie eigentlich nichts, ist eigentlich etwas Ähnliches passiert, oder, mit den Medien oder mit der Kommunikation von der offiziellen Seite her. Man hat den Leuten extrem Angst gemacht auf Basis von eigentlich relativ schlechten Informationen, die zur Verfügung gestanden sind. Und das tut eigentlich, ich sage jetzt mal, das kollektive Immunsystem extrem schwächen. Weil wenn man so einen psychischen Stress, eine Angst, fast eine Todesangst überkommt, wenn man nicht weiß, was kommt und wie gefährlich ist es, und insbesondere, was du jetzt gesagt hast, was kann ich überhaupt dagegen machen, ist das natürlich mal als erstes sehr schlecht für das Immunsystem. Also das Erste, was du machen musst für das Immunsystem, ist eigentlich eine gute Laune haben. Dann, das Zweite ist, was auch gratis ist, man sollte wirklich raus. Man sollte an die Luft, man sollte an die Sonne, man muss in die Umwelt, sich eine Maske auftun und mit 30% weniger Sauerstoff versorgen, ist eine ganz schlechte Geschichte für das Immunsystem. Also das muss man mindestens kompensieren durch andere Aktivitäten. Und so weit minimieren, wie man kann. Und das andere nachher, was man dann machen kann, ist, der nächste Schritt, den man auch kann selbstständig machen kann, ist dann auf der Ernährungsebene. Also man sollte natürlich sich frisch ernähren, man sollte schauen, dass man so genügend Vitamine, Früchte, Gemüse, Fruchtsäfte und so weiter kommt, auf dem natürlichen Weg. Und in einer besonderen Situation gibt es dann Möglichkeiten, dann eben mit entweder zuerst mal auf der Basis von Nahrungsergänzungen sich zu unterstützen. Dort reden wir dann von probiotischen Sachen. Also zum Beispiel auch die Joghurt sind gut. Also wenn der Magen-Darm-Trakt in Ordnung ist, ist das ein grosser Teil vom Immunsystem. Und der Magen-Darm-Trakt kannst einen grossen Teil in Ordnung behalten mit Darmbakterien oder mit guten Bakterien. Und zum Beispiel Joghurt ist auf jeden Fall ein Teil von dem, was man auch selber machen kann im Ernährungsbereich. Und die nächste Stufe wäre dann, wenn es dann kritisch wird oder ich habe schon eine Infektion oder in der Umgebung hat es Infektionen, dann muss man zum Beispiel anfangen zu substituieren. Also dann muss man erhöhte Antioxidantien nehmen, dann muss man Immunstimulatoren nehmen, das sind dann so Beta-Glucan zum Beispiel, das sind so Zuckerketten aus der Hefe, das ist nicht süß, das sind ja nicht Zucker, das ist mehr so wie Stärchenart. Aber die Beta-Glucan, die dann zum Beispiel verhindern, dass der Virus sich an die Wirtszellen andockt. Da gibt es berühmte Heilpilze auch, Shiitake zum Beispiel, oder ihr könnt aber auch Champignons essen, die haben das auch drin. Mhm. Oder Bierhefe hat das auch drin. Nur mit dem Bier selber komme ich zu wenig so Beta-Glucan. Also es nützt nichts jetzt, sehr viel Bier zu trinken. Das gefährlich ist, wenn gewisse Zuhörer zulassen, wegen Bier trinken, passt die Seite. Ja, da muss ich das immer genau richtig stellen, oder? Dass man, es ist zum Beispiel, es gibt so andere Beispiele, oder? Dass, zum Beispiel Brokkoli ist auch sehr gesund, aber, oder zum Beispiel Grüntee ist auch sehr gesund, aber meistens reicht es eben nicht.
ein Lebensmittel an und für sich zu sich zu nehmen, weil die Konzentration einfach in einer Situation, wo es einen erhöhten Bedarf gibt, dann die Konzentration im Lebensmittel nicht mehr reicht. Und insbesondere kommt es sehr oft auch darauf an, wie es zubereitet ist. Und wenn es dann nicht richtig zubereitet ist, verliert man auch noch eine Aktivität. Das kennt man ja von den Vitaminen auch, dass die relativ schnell sich abbauen, auch in der Hitze zum Beispiel. Und je nachdem, wie man das Zeug kocht, zubereitet, gehen halt dann sehr viele Aktivitäten verloren. Und also man sieht, es ist eigentlich recht komplex. Es fängt bei der Psyche an, geht über die gute Ernährung und kommt am Schluss zu den Nahrungsergänzungen bis zu den Medikamenten. Wobei ich muss sagen, Medikamente sind eigentlich in dem Fall nur noch Feuerwehrübung, also Symptombekämpfung. Also im Bereich Immunsystem gibt es medikamentenmäßig eigentlich nicht viel. Mhm. Bis gar nicht. Du hast vorhin gesagt von Antioxidantien. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas näher zeigen? Wo finden wir die Antioxidantien, die Lebensmittel? Antioxidantien sind sehr verbreitet in den Lebensmitteln. Also ich muss mir vorstellen, die Anthocyanidin zum Beispiel, wie die heissen, sind alle die blauen und farbigen Farbstoffe im Rüebli, im Heidelbeere, im Chriesi und so weiter. Das sind eigentlich Antioxidantien. Das sind Substanzen, die sich auch Pflanzen zum Beispiel gegen Schäden, wo durch UV-Licht zum Beispiel entstehen, versuchen zu schützen. Ganz berühmte Antioxidantien hat es im Traubenkern innen. Das ist Traubenkernöl. Hat es ein Problem, dass es zum Beispiel fettlöslich ist, nimmt der Körper nicht so gut auf. Also da muss man zum Beispiel schauen, wie nimmt man das. Also da müssen wir es eigentlich kombinieren in der Salatsauce mit dem Essig zusammen und so. Dann kann man es emulgieren, das ist technisch. Aber es gibt Antioxidantien, die man gut aufnimmt und die sind zum Beispiel im Tee. Mhm. Die sind wasserlöslich, die haben aber andere Nachteile, die sind mega instabil. Die sind zwar im Wasser löslich, aber die oxidieren sehr schnell weg. Also wenn ich jetzt einen Grüntee trinke und ich tue am Morgen, mache mir eine Flasche so Tee und trinke einen Liter durch den Tag durch, dann ist die Idee zwar gut, aber nach etwa einer halben Stunde sind die Polyphenole sehr, zum größten Teil wegoxidiert. Also Polyphenol bzw. Antioxidantien sind Stoffe, die aggressive Sauerstoffradikal oder aggressive Stickstoffradikal neutralisiert. Und die aggressiven Stoffe, die entstehen aus der Umwelt durch zum Beispiel Strahlung, also sind Radiostrahlungen, Handystrahlungen, medizinische Strahlung, radioaktive Strahlung. Wir haben Millionen von Strahlungen um uns herum, die auf die von uns reinstrahlen und wo dann die Moleküle entstehen. Und dann entsteht im Körper, entstehen selber auch so freie Radikale, so aggressive Moleküle, zum Beispiel im Stoffwechsel. Ich muss mir das vorstellen, ist wie beim Auto, also wenn ich aufs Gas drücke, dann verbrennt der Motor nicht mehr so gut, dann kommt hinten Stickoxid. Also. Und im Körper ist das auch so, wenn ich Gas gebe, dann müssen die Mitochondrien in den Zellen inne, das sind so die kleinen Kraftwerke in den Zellen, wo aus Kohlenhydrat, Eiweiß und Fett Energie produzieren. Und dazu braucht es ja den Sauerstoff, da müssen wir atmen. Und wenn jetzt die extrem viel Energie liefern, zum Beispiel durch Stress, dann verbrennen die nicht mehr sauber. Und dann kommt neben der Energie, kommen zum Beispiel auch freie Radikale raus, was dann in den Zellen auch wieder Schäden machen kann. Und darum haben die Zellen dann auch eigene Radikalfänge, die sie produzieren. Aber wenn eben zu viel Stress rum ist, reicht das nicht mehr. Also die mögen das nicht abfangen, was dann die Zellen macht. Und darum müssen wir so Antioxidantien zu uns führen. Und das braucht einfach gewisse Bedingungen, die die haben müssen. Eben, die müssen löslich sein, die müssen gut resorbierbar sein, die müssen auch stabil sein, bis wir sie zu uns nehmen und so.
Und das ist eigentlich, sag jetzt mal, unsere Kernkompetenz in der Entwicklung, dass wir das machen können, dass man die so zur Verfügung stellen kann, dass man in Stresssituationen sinnige Antioxidantien kann dann genügend zuführen. Und wir haben noch ein paar Spezialitäten. Wir können zum Beispiel auch den Körper anregen, selber eigene Antioxidantien mehr zu produzieren, was natürlich viel effektiver ist als 5 Kilo Vitamin C essen. Jetzt hast du selber auch ein Produkt entwickelt, auf Teestoffe aufbauen, also auf Grüntee-Extrakt. Ja. Wir haben zusammen Studien durchgeführt und gesehen, dass das eigentlich bei allen Sportlerinnen und Sportlern hat, zu Effekt geführt und auch zu nachhaltigen Effekt. Kannst du da etwas näher den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Ja, das ist sehr interessant gewesen, also unsere Studie und vorgängig haben wir an der ETH in Zürich auch mal eine doppelblind placebo-kontrollierte Crossover-Studie gemacht, zum schauen, ob man Einfluss auf die Leistungsfähigkeit vom Körper oder von den Zellen hat. Und genau, dort ist effektiv Folgendes rausgekommen. Wir bringen es also fertig am Körper, einige Antioxidantien jetzt gar regelmäßig in nicht grossen Dosen, die dann in den Zellen dazu führt, dass die Mitochondrien besser arbeiten. Also die können Sauerstoff besser verwerten, die können Energie besser verwerten, also die Energie im Sinne von Kohlenhydrat, Eiweiß und Fett, das haben wir ja auch gesehen in deiner Studie, dass man zum Beispiel mit dem gleichen Training, mit der gleichen Aktivität und ein paar Polyphenole dazu, zum Beispiel mehr Viszeralfett verbrennt, weil es einfach der Transport und die Verbrennung besser funktionieren. Wenn man das jetzt eben kombiniert noch, und das haben wir dann gemacht, natürlich mit Transportsystemen wie L-Carnitin oder mit Verbrennungsstimulatoren wie Niacin, das ist Vitamin B3, wo für die Verbrennung von Träger verantwortlich ist in den Zellen, dann kommt eine bessere Leistungsfähigkeit raus. Oder umgekehrt gesagt, ich kann die Gleichleistung bringen mit zum Beispiel weniger Sauerstoffverbrauch oder ich kann die Gleichleistung bringen mit weniger Herzfrequenz. Im Endeffekt heisst das, ich habe für die Gleichleistung weniger Stress. Und das ist aber gut für die Zellen. Und was wir auch herausgefunden haben, ist noch auf eine ganz andere Ebene, nämlich auf der Nervensystemebene. Und da muss ich wirklich sagen, wir sind sehr glücklich, dass wir die Teepflanzen gefunden haben und dass wir die so haben können standardisieren. Man kann auch Einfluss nehmen auf das Nervensystem. Es hat Aminosäuren drin, die zum Beispiel das Dopaminsystem, Serotoninsystem und das Noradrenalinsystem ausbalancieren. Und dadurch kann ich, obwohl ich gleich gut oder sogar besser konzentriert bin, kann ich mehr Leistung abrufen in kürzer Zeit. Ohne, dass mein System quasi wie mehr gestresst ist. Oder ich bin stressresistent. Also ich kann mehr vertragen von außen. Ganz ein einfaches Beispiel. Reaktionsfähigkeit. Wir haben das ausgetestet mit Spitzensportlern, mit Sprinten. Wir haben zum Beispiel können mit dieser Kombination von T-Polyphenol, Aminosäuren und so, die Reaktionszeit zwischen Startschuss und aus dem Block rauskommen um 30% senken. Also die brauche ich anstatt 1,6, brauche ich nur noch 1,1 Millisekunden. Das heisst, das ganze System reagiert schneller auf Signale von außen. Und normalerweise wird das durch Angst oder durch Stress wird das eben blockiert. Also das Noradrenalin, das Angsthormon, wo generiert wird durch äußere Einflüsse, eben durch schlechte Nachrichten und so weiter, das tut gewisse Sachen blockieren. Das kann eben bis zur Reaktionsgeschwindigkeit gehen, es kann aber auch kann bis zur Konzentrationsfähigkeit generell gehen, auch bei Kindern zum Beispiel. Also wenn Kinder Angst haben in der Schule, dann lernen sie nicht gut. Dann nehmen sie nicht mehr auf, dann haben sie nur noch Angst. Oder?
Du hast ja auch relativ gute Erfahrung gemacht bei ADAS. Die, wo du relativ gute Resultate erzielt hast. Das passiert genau auf dem System. ADHS-Kinder haben Konzentrationsschwierigkeiten, weil das Gleichgewicht eben zwischen Dopamin, Aufmerksamkeitshormon, Noradrenalin, Stresshormon und Serotonin, Motivation durcheinander gekommen ist. Und jetzt gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, man tut gewisse Rezeptoren blockieren. Das ist das, was man mit dem Ritalin macht, damit dann die Konzentration von gewissen Neurotransmittern, also so Signalstoffen, ansteigt, weil man Rezeptoren blockiert, weil es die nicht so viel braucht. Aber das ist auf die Langzeit nicht so gut, weil der Körper tut sich anpassen und es gibt strukturelle Veränderungen, die zum Teil nicht mehr gemacht werden können. Das kann dann zu Suchtverhalten führen, zum Beispiel. Und wir gehen den Ansatz, dem Körper fehlt etwas, damit die Abläufe, also die Synthese von so einem Neurotransmitter zum Beispiel, richtig funktioniert. Also muss man die Stoffe ersetzen oder substituieren. Mhm. Und da haben wir eben herausgefunden, dass jetzt gar mit den Aminosäuren in dem Tee in Kombination, zum Beispiel auch mit ein bisschen Koffein, wo in der Noradrenalin sitzt, also das Wachsein tut fördern, dass man die dazu bringen kann, konzentriert zu werden. Weil das klingt jetzt ein bisschen komisch mit dem Noradrenalin rauf, aber damit du kannst konzentriert sein, musst du auch wach sein. Und wenn man das schön ausbalancieren macht, dann bin ich eben wach und fokussiert. Und das gibt dann eben die Reaktionsgeschwindigkeit. Und wenn man dann auf der Serotonin-Seite mit anderen Aminosäuren oder mit ein bisschen Schokolade und Motivation kann fördern, dann ist das gar nicht so schlecht, oder? Dann ist mir auch noch gut gelohnt. Aber das ist halt so ein Dreieck, wo man sehr viel muss ausbalancieren muss. Und wir haben eine Lösung gefunden, ja, mit einer relativ einfachen Tablette, wo man auch noch so ein bisschen auf dem Nervensystem mit den B-Vitaminen und so agiert oder mit der Energiezufuhr, dass man da sehr gut Einfluss nimmt und dass man den Stress ein bisschen oben runterbringt und Konzentration hoch. Ich glaube, Hans, wir müssen unbedingt noch ein zweites Interview machen. Ich glaube, wir könnten noch lange darüber ins Thema vertiefen, weil es ein unheimlich wichtiges Thema ist und ein spannendes Thema für auch jetzt, auch die Gesellschaft, auch, dass man vor allem dort auch präventiv etwas macht für unsere Gesundheit. Und wenn man so das Ganze zusammenfassen würde, was könntest du den Leuten mitgeben, dass vor allem so mit einem Hashtag würdest du beschreiben, Stress und Druck, was sollen sie machen, aber nebst der Freude? Ja, also in der heutigen Situation würde ich sagen, ist wichtig, wichtig sind Antioxidantien, wichtig sind Vitamine, Aminosäuren und eine gesunde Ernährung. Gut, sehr gut. Merci vielmal, Hans, für das Gespräch und wir gehören uns auf jeden Fall da hier auf dem Weg in der nächsten, in einem zweiten Interview und ich freue mich schon drauf. Alles Gute in der Zwischenzeit und danke an euch, an die Zuhörer. Denkt dran, macht den Daumen gegen oben und teilt es unbedingt teilen an eure Freundschaften. Weitere Infos findet ihr auch unter, gerade beim Verlauf. Bis gleich.